Willkommen zurück bei Dragon Age Origins. Nein. Einen Moment. Gleich geht's los. Gleich geht's richtig los. Ich, Timer hat sich hier kurz ein bisschen gedreht. Das will ich jetzt nicht. Das ist ja blöd. So. Wir sind hier immer noch. Also wir sind hier beim Gebiet, wo halt der Kampf gegen den letzten. Was war das? Gegen den letzten. Moment, ich muss auch kurz nachgucken. Genau, General, wo das war. Und das war ja im Gesindeviertel. Das Gesindeviertel haben wir nun auch verteidigt, so in der Hinsicht. Ist alles gut. Und wir gehen jetzt weiter. Also sind jetzt hier fertig. Okay, noch nicht ganz. Ich habe, glaube ich, gar nicht mal so viele Sachen zum Heilen, ne? Ich hoffe, das überleben wir alles. Obwohl, das sind ja diese One-Hit-Dinger da. So One-Hit-Wonder. Alles klar. Bumm, tot. Jetzt hat sich auch die Quest aktualisiert. Jetzt hat sich diese Verteidigung im Gesindeviertel auch wirklich aktualisiert. Dunkle Brut ist besiegt. Naja, so ganz glaube ich noch nicht. Du hast verhindert, dass die Dunkle Brut in das Gesindeviertel eindringt, sodass die Elfen vorerst in Sicherheit sind. Nun solltest du mit Shiny sprechen. Ja, wenn das so ist, dann spreche ich mal mit ihr. Die müssten auch hier irgendwo hinten sein. Du hast heute viele Leben gerettet. Danke. Bitte, nimm das. Ich bete dafür, dass es dir in deinen künftigen Schlachten helfen wird. Wir müssen gehen. Möge der Erbauer über dich wachen. Was haben wir denn da bekommen? Lyrium? Oder was? Oh, ich habe hier so viel. Ja gut, wir haben auch die Quest absolviert, das heißt, jetzt haben wir nur noch, gut, Premium-Inhalt ist jetzt einmal unwichtig, und mir ist nur noch die letzte Schlacht, und da werden wir jetzt weitermachen, bei der letzten Schlacht. Also wir werden jetzt im Endeffekt weiterreisen sein, wo wir jetzt auch hinreisen können. Ich hoffe mal, wir können hier, ja genau, wir können hier weiter. Marktviertel, warte, von da sind wir. Na, ich hoffe mal, wir öffnen hier die Karte, oder? Ey, Cutscene. Wow. Als ob wir nicht irgendwie doch dahin kommen würden. Wir kommen nicht mehr zurück. Oh nein. So, da waren wir schon, dahin sollen wir ja nicht, weil da wird ja schon verteidigt und dann können wir ja nur noch ins Palastviertel. Mal sehen, was uns da erwartet. Wahrscheinlich erstmal Dunkle Brut, denn wir sollen, oh, erstmal werden wir aufgehalten, okay. Nehmen wir mal an, wir werden von Dunkler Brut aufgehalten. Wehe, wenn wir von irgendwelchen anderen Menschen aufgehalten werden. Wobei, das ist hier schon mal... Hä? Ach, nein! Jetzt kommt ein Szenenwechsel. Jetzt sind wir mit den anderen Leuten hier und müssen hier Sachen machen. Das ist ja geil. Ah, da... Höhe! Daran kann ich mich ja gar nicht mehr dran erinnern. Das ist ja cool, das ist ja... Okay. Also merkt wirklich, ich habe das lange nicht mehr gespielt, sodass ich... Dass mir... das alles gar nicht mal... einfällt. Aber das bedeutet, dass ich jetzt hier auch bei den ganzen Charakteren den automatischen Stummausstieg einstellen muss, weil ich die natürlich eigentlich in der Story nie gespielt habe und somit auch nicht eine kluge Entscheidung. Customisiert habe, ja. Selbst wenn derart finstere Magie bemüht werden muss. Ja. Ihr wünscht? Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wie die ganzen Fähigkeiten bei denen funktionieren. Da müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen.
Also. Nehmt euch in Acht! Eine große Schar der dunklen Brut ist aus ihrer Hauptstreitmacht ausgeschert. Sie kommen in eure Richtung. Bald werden sie hier sein. Okay. Das heißt, wir sollen jetzt... Oh nein, ich hasse es. Golem. Ogre. Hä? Moment, ich muss auch kurz... Was hast du für eine Waffe an? Du bist ein Krieger. Oh ne, Moment. Nein! Nein! Oh nein, die haben ja alle gar nichts. Wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Fuck. Eine Einhand. Zwei Hände, okay. Ja, gut. Also ich werde jetzt zumindest irgendwie hier den Charakter zumindest mal ein bisschen ausrüsten. Hat scheinbar auch ganz gut geklappt. Sie sich heilen? Kann irgendwer heilen? Die hat doch Heilfähigkeiten, oder? Ja, scheinbar wohl nicht. Also, die hat jetzt, glaube ich, auch keine Ausrüstung, ne? Ja, natürlich nicht, weil ich nicht erwartet habe, dass wir auch noch mit den Leuten... Ach, ist das ätzend. Okay. Hallo? Oh, fuck! Wieso kann ich denn... So, das machst du mal. Ich kämpfe hier weiter, einfach damit die mal ein bisschen weg ist. Müssen wir da jetzt sterben? Also müssen wir sterben? Oder? Oder wie ist das jetzt gedacht? Achso, oh, ich bin ja auch so blöd, ne? Ich bin ja auch so blöd, natürlich müssen wir nicht sterben. Ich muss ja aber nur die Leute. Ich muss ja auch nur die Leute rufen. Ich mach jetzt mal hier, ich heile die beiden mal. Ich wusste nicht, dass die auch die Leute hier rufen können, die Verstärkung. Dadurch ist es natürlich alles ein bisschen einfacher. Oh.
Alter, der labert da die ganze Zeit irgendwie Bullshit. Da. Ja, Lock Alpha. Kurz geblitzt, dann müssen wir kurz bei den Herlock-Gesandten. Okay, der Herlock-Gesandte will nicht getötet werden. Das ist ja eh schon tot. Ah, Göss adressiert. Hätte ich natürlich früher wissen sollen, dass man hier mal auch die Leute holen kann. Ich dachte, das wäre jetzt nur für unsere eine Gruppe gedacht. Soll ich verkünden, dass die Tore gesichert sind? Ja, zumindest vorerst. Sofort. Okay, alles klar, wir haben es überlebt. So provisorisch erstmal einen Charakter ausrüsten, das ist jetzt so, haha. Zum Glück hatte ich noch ein bisschen was dabei. So, kristallisiert, finde den Boten. Der Bote wurde auf den Weg geschickt. Ja, wow, das ist ja... Ne? So. Die Quest ist immer noch dieselbe, scheinbar. Alles klar. Wir haben hier wieder die Möglichkeit. Woher denn das? So, da. Das steht einfach so oben. Komm, wir gehen da mal hin. Na, Oga, komm mal her. Alles klar, Zwerge. Und bitte alle dahin. Ja. Guck mal, da sind ja schon. Was? Da sind ja schon wieder welche durchgelaufen. Und ich habe natürlich nicht gespeichert. Ich hoffe mal, das Spiel hat so schon gespeichert. Da sind da schon wieder welche durchgelaufen. Alistair und hast nicht gesehen oder so, weiß ich nicht. Die kommen jetzt langsam wieder zurück, weißt du, die rennen da durch und ja, alles klar, werden wir schon schaffen, weißt du, und das sind die Leute, die halt immer bei uns zuerst sterben. Das läuft so nicht. Warte mal, ich würde mal kurz gucken, du da oben. Ja, habe ich ja schon geregelt. Ich muss mal für mich jetzt hier. So.
Ja, wir gehen jetzt mal hier. Doggle ist auch gerade am kaputt gehen. Oh nein, was? Nee, der Drache sollte jetzt hier eigentlich noch nicht sein, oder? Wird erledigt. Okay, da hinten kommt die nächste Armee. Das ist halt Wundumschläge werden hier quasi verbrannt wie nichts Gutes. Das ist nicht so ganz geil. So ist da eigentlich der eine Bogenheini da weg? Ja, ich glaube schon, oder? Das, Ah, Doggy ist wieder richtig schön am Sterben, weil ich verstehe nicht, wie das immer so schnell sein kann. Alter, was ging? Moment, ich werde hier. Ah, da hinten sind Bogenheinis. Okay, alles klar. Warte mal, dann müssen wir da mal aus. Hier, da mal ein bisschen. So. Ah, das ist doch kacke, dass da hinten die ganzen Bogenleute sind. Warte, ihr rennt da mal. So, ich heile mich nochmal. So, haben wir das schon mal erledigt. Dann schießen die nicht mal auf uns die ganze Zeit. Obwohl hier oben sind auch noch welche, ne? Nee, sind das schon. Doch, die haben auch Fallenbogen. Oh, das wird so kacke. Alles klar, dann, kann ich bis dahin? Ne. Aber ich kann da. So, Doggle ist am Sterben, ich bin am Sterben, er ist am Sterben, warte mal. Also, er bekommt ein, Doggle bekommt ein. So. Und ich nehme mir einen schönen Drink. Und heile mich dann, wenn es soweit ist. So. Jetzt haben wir hier das Problem nicht mehr, dass wir von irgendwelchen blöden Bogenschützen vollgeballert werden. Oh Scheiße, da haben wir immer noch die Bogenschützen, die, auch wenn man das gar nicht so wirklich glaubt, die fucken einen ab hier gerade. Wie ist er? Oh nein, Alistair ist doch gegangen. Alles klar. Wobei ich ja am Ende auch nur noch mit zwei Leuten. Oh Gott, mit zwei Leuten bekämpft. Hallo. Hallo. Kommt mal alle her hier. Letzter Ausweg! Ich habe hier einen Crash am Hals. Hallo, Leute, könnt ihr mir bitte mal helfen? Mensch, Leute, ich habe hier einen Crash am Hals. Ich habe ein kleines Problem. Der macht Schaden. Merkt ihr das nicht? Ah, Alter! Jetzt habe ich einen neuen Kreischer am Hals. Ich krieg das nicht hin. Wer hat das denn jetzt gemacht hier? Alles klar, Ockeren. Das war's für dich. Obwohl, nee, nicht ganz. Moment, es sind nur noch ganz wenige. Wenn wir das Ockeren benutzen, um. Nein, Ockeren krieg ich hin. Okay, dann tschüss.
Ja, das ist echt, das ist kacke. Oh nein, Spiel, letztes Spiel schon laden. Ich hoffe nicht, dass er... Oh Gott, bitte nicht. Ne, er ist hier. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt da lieber lang oder da lieber lang? Also ich... Wir gehen nochmal hier lang. So, Moment, kriegen wir die von... Den Hörlock da mal weg. Oh, den haben wir schon mal weg. Den haben wir auch schon mal weg. Dann haben wir zumindest die Bogenschützen hier erstmal weg. Jetzt ist es Zeit zu kämpfen. So. Dann würde ich sagen, locken wir den Ogre her. Alle rennen da erstmal straight drauf zu auf den Ogre. Ja, wo wollt ihr? Ihr wollt wohl scheinbar sterben, also. Der Ogre ist draufgegangen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir uns um die Bogenheinis kümmern. Betrachtet es als erledigt. Mach mal hier so. So, jetzt brauche ich unbedingt. So, wie gesagt, ich kümmere mich um die Bogenheinis hier mal. Damit wir da nicht so Probleme bekommen. Da benutze ich jetzt mal hier Wundumschlag. Wie kann das denn sein, dass ich so schnell... Boah, ich heile mich mit einem starken Wundumschlag voll auf und dann auf einmal... Das ist doch echt öde. Sowas ist echt doof. Wenn wir wirklich kämpfen müssen, sollten wir es kurz. Wieso hat mein Charakter den jetzt nicht genommen? Ja, super. Das bin ich. Nee, ich will aber nicht Alistair sein. Jetzt hat mein Hauptcharakter den einfach nicht genommen. Ich verstehe manchmal nicht, warum die einfach. Dann sagen so, ach nö, jetzt habe ich halt keinen Bock, ich bin zwar am Sterben, aber nö, kannst du knicken. Alistair hat es auch wieder total... Ey, ich könnte reiern. Und wir haben da oben noch die Massen an Gegnern. Ich krieg das nicht hin. Weil mein Hauptcharakter tot ist, mit dem ich die ganze Zeit die Leute hier ausschalten kann. Ey, das funktioniert so nicht.
Jetzt habe ich außersehen. Alistair sollte doch einen Rundumschlag bekommen. Naja, egal, wir haben ja ein paar. Oh ne, haben wir jetzt nicht mehr. Okay, alles klar. Ja, jetzt kommen die Kreischer. Jetzt sind wir eh am Arsch. Also. Alistair ist auch tot. Gut, das ist ja geil. Doggy ist tot. Ja. Dann stirbst du auch mal. Ah, das ist nicht so. Ah, ich habe die Leute gar nicht hergeholt. Deswegen. Okay. Okay, ja gut, stirb mal. Ich bin ja auch so blöd. Also, ich weiß gar nicht, soll ich mal andere Leute holen? So Magier oder so? Die sind ja auch ganz schön penetrant oder so. Keine Ahnung. Was ich jetzt vergessen habe, ist, ich habe vergessen, hier diese Armee zu holen, die ich ja immer holen kann. Das habe ich vergessen hier an der Seite. Was natürlich dahin ausläuft, dass wir es wahrscheinlich geschafft hätten, ich muss mal gucken. Templer. Wir holen mal die. Wir lassen mal die Armee hier eintreffen. Ich habe leider dummerweise vergessen, beim letzten Kampf die Armee hier zu holen. Was natürlich darauf resultiert, weil wir gerade so weit gekommen sind, dass wir scheinbar ganz gut gekämpft haben taktisch. Aber ich warte jetzt mal hier, bis ein paar Leute eingetroffen sind. War es das erstmal, dass so ein Leute eintrifft? Ja gut, ist ja relativ okay. So. Wird erledigt. Puff. Puff. Nein. Puff. So, jetzt haben wir das schon mal. Können wir hier sogar F5 machen. So, zack. Die werden uns quasi im Fernkampf ein bisschen helfen, weil die ganzen Herlocks und so dann sofort ja auch alle fernkampfmäßig da dabei sind. Deswegen dachte ich mir jetzt einfach, wir machen das mal, dass wir da jetzt eine Fernkampfarmee da mal haben. Dann kommt das vielleicht ein bisschen besser. Was die machen, machen wir quasi jetzt auch als Gegenwehr. Da haben sie es verkackt. Da haben sie es richtig heftig verkackt. So. Okay, Dogge, das wird jetzt ein bisschen schmerzhaft für dich. Kommen die auch alle hier hoch? Ja, die kommen alle mit. Alles klar. Das wird schön. Die schießen dann nämlich die ganzen Fernkämpfer nämlich weg. Das ist so das, was ich will. Alistair. Wow, der Heal bei Alistair ist auch immer sehr effektiv, finde ich. Also es läuft gerade so richtig gut. Was ich natürlich hier wieder taktisch mache, ist erstmal hier oben wieder einmal einen Feuerball hinmachen, damit da schon mal alles weg ist. Alter, was ist denn mit Dogge jetzt los hier? So, ihr braucht alle mal einen Wundumschlag.
Ach so, oh, ja. Okay. Machen wir gleich. Die Aufnahmesession ist vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.